Hallo meine Freunde, jetzt auch wieder hier mit Let's Play Dragon Age Origins. Beim letzten Mal sind wir in der Zwergenstadt angekommen. Und jetzt möchte ich mal kurz was machen. Latita. Ich möchte mal nämlich ganz schnell, oder? Ne, das kann ich eigentlich auch später machen. Wir sind in Orsemar angekommen und wollen ins Diamantenviertel, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber wir hatten auch noch Quests hier, ne? Ja. Gehen wir erstmal Quests annehmen. Und gucken wir mal, wie weit wir alles machen werden. Du. Hallo, du. Ahnen, achtet auf meinen Sohn, denn er ist verloren in der Dunkelheit. Mütter, beschützt ihn, denn ihr wisst, was Trauer heißt. Verzeihung, ein kleines Opfer für die Ahnen? Obwohl, ich kaum glaube, dass eure Ahnen im Stein wohnen. Wer seid ihr? Mein Name ist Filda, Witwe von Tyrak aus der Schmiedekaste. Ich bete hier jeden Tag für meinen Sohn Ruck. Wenn ich nur wüsste, ob ich für seine sichere Rückkehr beten soll oder darum, dass die Ahnen seine Seele bei sich aufnehmen. Sichere Rückkehr? Wird euer Sohn vermisst? Es war vor 5 Jahren. Er war noch ein Jüngling. Er gehörte zu einer Patrouille in die tiefen Wege. Der einzige Schmied, der die Krieger begleitete, um ihre Waffen zu reparieren. Er war so stolz. Aber irgendwie wurden sie getrennt. Bei ihrer Rückkehr war er nicht mehr unter ihnen. Nicht gut. Die tiefen Wege? Aus den tiefen Wegen kommt die dunkle Brut. Sie erstrecken sich meilenweit in die Erde. Und wir patrouillieren ständig dort, sonst würden wir überrannt. Ich habe meinen Mann an sie verloren. Wenn es bei meinem Sohn auch so wäre. Das ist jetzt 5 Jahre her, what the fuck? Hat ihn jemand gesucht? Hat ihn jemand gesucht? Fragen wir das erstmal. Der Hauptmann opfert für die Suche nach Vermissten keinen Mann. Zu viele sind dabei schon der dunklen Brut zum Opfer gefallen. Es gibt dunkle Brut in den tiefen Wegen. Aus den tiefen Wegen kommt die dunkle Brut. Sie erstrecken sich meilenweit in die Erde. Und wir patrouillieren ständig dort, sonst würden wir überrannt. Ich habe meinen Mann an sie verloren. Kennen wir schon. Bei meinem Sohn auch so wäre. Wir sollten ihn nicht im Stich lassen. Ich suche ihn, wenn ihr es wünscht. Wie? Dazu müsstet ihr ja selbst in die tiefen Wege vordringen. Das müssen wir wahrscheinlich sowieso. Ich bin ein grauer Wächter, wir tun nichts anderes. Ein Wächter? Dann könnt ihr es schaffen. Nur Wächter stellen sich den tiefen Wegen ohne Begleitung. Oh, danke. Die Ahnen haben meine Gebete endlich erhört. Nur Mut, gute Witwe Filda. Wir tun unser Bestes. Bitte, kommt nach eurer Rückkehr direkt zu mir. Okay, die Hoffnung einer Mutter. Gut, das ist nächster Quest. Yay. Ist hier wirklich ein Gang? Schenke. Rüstungsschmied. Stadt des Staubes. Okay. Was riecht da so? Erbrochenes vom Zwerg? Allerliebst. Bürger. What the fuck? Der Erbauer segne euch, Bruder. Ich dachte, Zwerge glauben nicht an den Erbauer. Ich bin Bruder Burkel von der Kirche Radcliffe. Zurückgekehrt ins Land meiner Vorfahren, um den Gesang des Lichts zu verbreiten. Ich beantrage die Gründung einer Kirche in Orsamar. Ja. Wessen Erlaubnis braucht ihr, um eine Kirche zu gründen? Die Halle der Bewahrung ist zuständig für Veränderungen in Struktur und Gesellschaft von Orsamar. Der Bewahrer der Erinnerungen muss mir die Erlaubnis erteilen, ein Gebetstreffen abzuhalten. Der Bewahrer der Erinnerungen? Der Bewahrer der Erinnerungen sitzt der Halle der Bewahrung vor. Dem Archivsystem von Orsamar. So ähnlich wie die Historiker der Kirche. Nur gründlicher.
Sie führt Buch über Geburt und Stammbaum jedes Zwerges in der Stadt, über Immobilienverkäufe, Kriegsopfer, Hochzeiten und Scheidungen. Juhu, ein Amt. Irgendeine Idee, wo ich diesen Bewahrer finde? Die Halle der Bewahrung befindet sich in der obersten Ebene der Stadt, in der Nähe des königlichen Anwesens. Das heißt also, ihr werdet mir helfen? Also gut, ich rede mit ihm. Blablabla. So, ich halt sehe, die Hand des Erbauers ruht auf eurer Schulter und leitet euch. Wenn die Kirche nur einem so hilft, wie sie mir geholfen hat, ist es jede Mühe wert. Bitte gebt mir Bescheid, sobald ihr etwas Neues wisst. Okay, plus 2 Baladianer ist auch nicht schlecht. Wunschnitzerei. Die Kasten. Okay, das hat er jetzt alles durch eine Wandschnitzerei herausgefunden. Warum nicht? So, was haben wir noch? Hier haben wir Stadtschraub. Das soll der Gelände. Das müsste alle Helden. Rüstung, Schenke. Portwaren. Das ist Diamantenviertel. Da geht's in die tiefen Wege. Ich würde gern erstmal in die Schenke. Dum-di-dum. Ich kann nicht in die Schenke. Doch. Geh die verdammte Stufe hoch. Was zur Hölle? Moment. Steht da echt Lord Helmy? Nicht im Ernst. Ich habe einmal Zwergenbier probiert. Ich dachte, sie wollten damit nur Oberflächler hereinlegen. Als Witz gewissermaßen. Ah ja. Bist du. Atrast Vala, ihr müsst der graue Wächter sein, von dem erzählt wird. Willkommen in der Schenke. Ich bin Cora, eure Bedienung. Was kann ich für euch tun? Ich wüsste gern mehr über diese Stadt. Und dafür kommt ihr in die Schenke? Ihr wollt sicher nicht die offizielle Version, sonst wärt ihr in der Halle der Bewahrung. Aber die Maulwurfsicht kann ich schon liefern. Irgendwas, was ich bei meinem Aufenthalt unbedingt gesehen haben so muss? Die Adligen bleiben oben, außer wenn sie sich unters Volk mischen. Dort sind auch die Versammlung, der Palast, die Halle der Bewahrung und jede Menge Anwesen. Unter uns ist nur die Stadt des Staubs oder die Minen und ich empfehle maximalen Abstand. Sie gehört nicht zur Stadt. Das sind nur ein paar alte Tunnel, wo die Kastenlosen hausen. Dort geht man nur hin, wenn man muss. Wenn ihr Spaß wollt, müsst ihr zum Tornei. Tornei war... Ich weiß es nicht mehr. Was war nochmal das Tornei? Eine Gelegenheit für die besten Kämpfer von Orsama, sich zu messen. Heute findet ein Turnier statt. Der Platz liegt zwischen hier und dem Diamantenviertel. Das ist alles. Ein grauer Wächter ist in der Schenke stets willkommen. Okay, vielleicht nehmen wir noch an einem Turnier teil. Aber wer ist dieser Lord Helmy da hinten? So zeigen die Ahnen ihr Wohlwollen, heißt es. Und dafür... Moment. Ich will jetzt nichts Falsches machen. Ich wollte... Wer von den beiden war nochmal der... Ich wollte mit dem Prinzen sprechen als erstes. Die Schuld, ich mache mal das, damit sie erhalten muss. Okay, der Brauchen steht nicht Sie dabei. Hilfe? Lord Denek Helmy, ehrbarer Desch hier der Versammlung und schreckliche Enttäuschung für meine Mutter, die meine Aufenthalte in Tavernen aufs Strengste missbilligt. Ihr versteht, was ich damit meine? An der Oberfläche gibt es keine Kasten und das funktioniert gut. Stimmt doch, Wächter, oder nicht? Ihr kennt mich, hier sprechen sich Dinge aber schnell rum. Irgendwie schon. Als jüngstes und unverblümtestes Mitglied der Versammlung muss man sein Ohr schon nah am Stein haben. Ich hörte, ein grauer Wächter sei in der Stadt. Nichts für ungut, aber ihr seid leicht auszumachen. Ich bin wieder ein... Seht wohl, eure Ansichten über die Kasten werden in der Versammlung sichert... Ja. So ist es.
Ihr wisst sicher bereits, dass ich ein Nichtsnutz bin, der in der Schenke sein Leben versäuft. Und wurde größte Schande der Versammlung aller Zeiten erwähnt? Das fand ich immer besonders schön. Die meisten Schmiede und Wirte geben brauchbare Dashes ab, wenn wir ihnen einen Sitz in der Versammlung geben würden. Orsama ist so traditionsverhaftet, dass nicht mal die Frage auftaucht, ob man Kasten wirklich braucht. Ihr stimmt also über den nächsten König ab? Ich und 79 weitere herausragende Beispiele für die Unsitte, trotz aller Geburtsrechte und Privilegien, immer noch mehr zu wollen. Sie schätzen meine Ansichten über Gleichberechtigung nicht. Für wen stimmt ihr? Vermutlich hat keiner der Kandidaten das Diamantenviertel je verlassen, aber Lord Harrowmont scheint mir ein wenig nachsichtiger. Prinz Belen ist brillant, das gestehe ich ihm zu, und sehr raffiniert. Aber ihn interessiert nicht Orsama, sondern nur der Sieg an sich. Wie funktioniert das Kastensystem überhaupt? Schlecht. Ach, ihr meint das ernst. Nun, ganz einfach. Ganz oben stehen der König und die gewählten Deschirs der Versammlung. Dann kommen die Adligen. Als nächstes Krieger und Handwerker. Ganz unten sind die Diener und dann noch Kastenlose und Verbrecher. Die Kaste wird bestimmt vom Elternteil, dessen Geschlecht ihr habt. Und da bleibt ihr dann den Rest eures Lebens, ungeachtet eurer Fähigkeiten. Hey, was ist das denn für ein Schrott? Wie ihr wünscht. Okay, das ist Schwachsinn. Aber egal, Shankwirt, nervöse Abenteurer. Was? Verschwindet! Ihr werdet euch verwandeln, wie all die anderen auch. In meinen Freunden verbergen sich Monstren. Wut. Wovon redet ihr da? Sie folgen einem. Wenn ihr erst einmal mit drin hängt, ergreifen sie Besitz von euren Freunden und verfolgen euch! Seht her, ich habe Abschriften gefunden. Sie alle entstammen derselben Feder und sind älter als die im Gesang. Sie haben geschlafen, verdammt! Nehmt sie! Ich will nicht mehr! Ich werde nicht auf der Suche nach einer Lüge verschwinden. Niemals. Codex Astrid in Fessel. Okay. Ich lese mir das jetzt nicht durch, ganz ehrlich. Schank. Ach, der Typ da singt. Okay, Niven. Seid gegrüßt. Sucht ihr einen Stuhl zum gemeinsamen Trunk? Wer seid ihr? Ich heiße Niven und gehöre zu Prinz Belens Expeditionseinheit. Und ihr? Ich bin Zauber, ein grauer Wächter. Ich bin ein grauer Wächter. Dachte ich mir schon. Die Wächter sind gute Leute. Ich habe mal einen in den tiefen Wegen getroffen. Wie hieß er doch gleich? Duken, Dunka oder so ähnlich. Duncan. Ja, hab ihn getroffen. Guter Mann, aufrecht. Er weiß, was wir in den tiefen Wegen mitmachen. Das wissen nicht viele, nicht mal die, die hier leben. Da muss man schon an der Front sein. Okay. Ich war noch nie in den tiefen Wegen. Jeder graue Wächter endet dort. Da schicken sie euch hin, wenn ihr bereit seid, diese Welt zu verlassen. Sterben in der Dunkelheit und so viel Gezücht mitnehmen wie möglich. In letzter Zeit ist dort zunehmend mehr los. Plötzlich interessieren sich ziemlich viele dafür. Wir gehen morgen wieder rein und wir sind nicht die Einzigen. Wer ist noch in den tiefen Wegen? Lord Harrowmonts Männer. Alle suchen nach Spuren von Branka. Die Stadt braucht wohl wieder einen Paragon. Jeder will, dass irgendeiner das Ruder übernimmt. Okay, wer ist Branka? Branka war ein Paragon, eine große Schmiedin oder so. Aber dann drehte sie durch und führte ihr ganzes Haus vor über 2 Jahren in die tiefen Wege. Sie kann unmöglich überlebt haben. Und viele gute Männer werden bei der Suche nach ihrer Leiche noch das Leben verlieren. Verzeiht, aber das Bier schmeckt plötzlich sehr bitter. Okay. Wird vielleicht später noch wichtig. Schauen wir mal. So, ein bisschen laggy beim Bildschirmwechsel, naja. Ist hier hinten irgendwas drin?
Nö, hier ist nicht mehr was zum Plündern. Du warst die mit dem Dingens, der Pummens und Pammens, wo ich zu den Magiern gehen soll. Warum kann ich mit dem reden? Das neue Leben in Orsamau. Eine Rüstung. Ich speichere mal vorher, bevor ich den anquatsche. Willkommen in der Rüstungsschmiede der Familie Jaina. Ihr seht wirklich genauso aus, wie man es sich vorstellt. Sucht ihr einen neuen Panzer? Wir bei Jaina haben von Leder bis Platin alles. Es war wegen der Tochter. Wisst ihr etwas darüber, was mit dem König geschehen ist? Aus der Politik halte ich mich raus. Ein Schmied sollte nicht bei denen auffallen, die die Gewerbescheine ausstellen. Lord Harrowmont ist ein aufrechter Mann. Mein Vater hat schon Geschäfte mit ihm gemacht und er hat immer pünktlich bezahlt. Aber die Edukins haben uns gut gedient. Wenn die Ahnen sie auf dem Thron haben möchten, kann ich dagegen nichts einwenden. Natürlich. Vergesst nicht, wir tauschen auch. Okay. Ich weiß aktuell gar nicht, wen ich da nehmen soll. Also wenn ich, ich schätze mal, je nachdem, wen ich anquatsche, der wird dann zum König oder sonstiges. So aus Drachenknochen, what the fuck. Wie sind denn die Schilder? Alistar, zeig mal dein Schild. Aber das ist, glaube ich, ziemlich gut schon. Ja, das hat nämlich noch plus 3 Verteidigung drauf. Das heißt, es ist auf 7. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. So. Ich schleppe eigentlich schon die ganze Zeit immer die Drachenrüstung mit mir rum, ne? Jo. Hoppala. Alistar kann ich auch noch nicht tragen. Kellis Klamotten, hatte ich die abgelegt gehabt? Oder hatte ich die... Konnte die jetzt erst tragen? Ich könnte auch scheinen. Fällt mir aber früh auf. Mal kurz gucken. Körperlicher Widerstand, Kellis Handschuhe. Was höheres denn? Hinterhaltige Angriff. Das ist aber alles... Kalens Helm. Was zur Hölle? Wie sieht das denn aus? Muss wahrscheinlich die anderen Sachen bei anhaben. Okay, egal. Gehen wir erstmal weiter. Die Rüstung sollte ja erstmal trotzdem noch reichen. Ja. Es laggt im Moment ein bisschen beim Übergang, warum auch immer. Was haben wir noch gehabt? Importwaren, Diamantenviertel, alle Händler, darunter Gelände. Ich glaube von, nee, ich kam von da. Genau, da bin ich ja durchgegangen. Das ist verschlossen, warum auch immer. Das ist Diamanten. Ich jetzt Diamantenviertel? Ja, wir gehen ins Diamantenviertel, komm. Du, Olle unterwarf Rell im Jahre 824 gesegnetes Zeitalter. Das Folgen war eine grausame Schreckensherrschaft, die erst 30 Jahre irgendwas. Okay. Grausam Erwache. Umgestellten Adeliger. Adalhelmi. Okay. Aktuelle Nachrichten. Lord Balen verspricht radikale Veränderungen, die die Paragons beleidigen würden. Haben unsere Traditionen keinen Wert mehr? Okay, hier sind jetzt überall Schreie. Was zum Teufel? Nehmen wir mit. Mein Inventory ist halb voll. Alles voll mit Leuten hier. Jo. Ich möchte, wem helfe ich denn? Ich schätze mal... dem Prinzen... Äh,
Ich helfe dem Prinzen, komm. Ich guck mich aber ja trotzdem mal um, das ist Aarons Anwesen, da möchte ich jetzt mal nicht rein. Ich möchte hier aber mal ansprechen. Ihr kommt in einer schwierigen Zeit. Orsama leidet und braucht einen König. Ah ja, gut. Das ist Schreier, das ist noch eine Schnitzerei. Komm, angucken. So, 50 P abgestaubt. Krieger der Legion der Toten tragen insgeheim Prinz Belens Farben. Die tödlichsten Krieger von Orsama stehen hinter unserem Prinzen. Wieso haben die Zwerge eigentlich einen König? Ich dachte, sie würden über alles abstimmen oder so ähnlich. So, wir haben jetzt hier... Ist die Kammer der Versammlung, da will ich eigentlich hin. Adliger, 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 alles voller Adliger. Dumm, und trotzdem fließt sie über Lava. Das ist total sicher. Vor allen Dingen, wenn man da reinfällt. Ach, der Bewahrung. Da können wir eigentlich mal kurz rein. Wegen des Sidequests. Ja, da hinten. Was zur Hölle? Dieb! Wer wagt es, die Erinnerungen zu bestehlen? What the fuck? Egal. Bewahrer. Als ich diese Halle das letzte Mal durchschritt, war Endrin König und Orsama lebte in Frieden. Die Erinnerungen berichten oft davon, wie schnell Veränderungen über uns hereinbrechen. Aber sie mitzuerleben, ist etwas anderes. Entschuldigung, Wächter. Ich sollte einen Fremden nicht mit solchen Gedanken belasten. Ich bin Sibor, der Bewahrer der Erinnerungen. Woher wisst ihr, wer ich bin? Der Besuch des Grauen Wächters ist in den Erinnerungen verzeichnet, ebenso wie alle eure Gefährten. Ich erbitte um Erlaubnis, hier eine Kirche zu gründen. Das ist ein seltsames Ansinnen. Zumal ihr in unserer Stadt noch neu seid. Ich komme im Namen vom Bruder Burkrell, einem Kleriker aus Redcliffe. Das dachte ich mir. Er trägt diese Bitte nicht zum ersten Mal vor. Meine Antwort an Bruder Burkrell ist dieselbe. Und ich frage auch euch, aus welchem Grund sollte ich die Ahnen beleidigen und mit 2000 Jahren Tradition brechen? Wen würde es schaden, ihn predigen zu lassen, ganz im Ernst? Er scheint ein mildtätiger Mann zu sein, aber die Verbindung zu Orsamas Tradition ist doch sehr schwach. Also gut, er darf wunschgemäß Gebetstreffen abhalten, aber nicht seinem Gott einen neuen Tempel bauen. Wenigstens kommen diese Worte dann von einem von uns. Also, gibt es noch etwas? Könnt ihr mir etwas zur Geschichte von Orsama erzählen? Wir bildeten einst ein großes Reich. Wir waren zahlreicher noch als Menschen und Elfen. Wir trieben Handel mit eurem Reich von Teewinter, und unser Land erstreckte sich unterirdisch entlang der tiefen Wege ebenso weit wie das ihre an der Oberfläche. Hauptstadt war damals Khal Sharok. Aber wir verloren zu viele Schlachten. Wir verloren unsere Golems und unser Land. Heute besteht das Reich aus Tunneln in Ruinen, voll mit dunkler Brut. Wie habt ihr eure Golems verloren? Paragon Carradine, der genialste Schmied aller Zeiten, hat die Golems erfunden. Sie waren über Jahre unsere Waffe gegen die dunkle Brut. Ein Golem ist im Kampf so viel wert wie ein Dutzend Zwerge. Aber Carradines Teig lag weit entfernt, in den tiefen Wegen. Als er fiel, verloren wir das Geheimnis zur Herstellung der Golems. Es gibt Bücher darüber an diesen Wänden, wenn ihr mehr wissen wollt. Okay, was ist ein Teig? Oberflächler nennen es Kolonie. Okay,
Wo ist Galsharok? Auf der anderen Seite des Alten Reichs. Die Könige von Orsama wussten bei der letzten Verderbnis, dass sie nicht alles halten konnten. Sie haben die tiefen Wege versiegelt und alle in den weit verstreuten Siedlungen im Stich gelassen. Doch nur so konnten sie überleben. Galsharok hat als einzige andere Stadt die Verderbnis überstanden. Wir haben sie erst kürzlich wiederentdeckt. Und sie haben uns nicht verziehen. Das hat man schon, das reicht erstmal. Ich werde mein Möglichstes tun, Wächter. Das Kassen. Was ist der Unterschied zwischen einem Ahn und einem Paragon? Alle Zwerge kehren nach ihrem Tod als Ahnen zum Stein zurück, um auf ewig ihre Familien zu begleiten. Aber nur alle paar Generationen steigt einer zum Paragon auf. Ein Paragon ist ein Zwerg, dessen Leistungen Orsama so sehr verändern, dass die Versammlung feststellt, dass seine Geburt gesegnet war. Sie werden als lebende Ahnen verehrt und gründen ein neues Adelshaus, das für immer ihren Namen trägt. Und so etwas hat Branka auch? Branka ist ein Paragon, jetzt ebenso wie im Tode. Sie wurde als Schmiedin geboren, aber ihre Erfindungen erregten bald das Interesse der Versammlung. Noch vor ihrem 20. Lebensjahr hatte sie eine rauchlose Kohle geschaffen. Die Kohle kann in einer Höhle ohne Belüftung brennen und niemand bekommt davon Atemnot. Dafür wurde Branka zum Paragon. Wo ist Branka? Jetzt? Sie ging vor 2 Jahren in die tiefen Wege, um die Geheimnisse alter Schmiede zu ergründen. Sie ist nie zurückgekehrt. Okay. Wie ist das Kastensystem entstanden? Unsere Legenden besagen, dass 7 Brüder unser Reich begründet haben. Der jüngste von ihnen, Bloadlik, war der klügste und wurde zum König ernannt. Seine Kinder bildeten die Adelskaste. Der älteste, Kiotschet, bildete seine Söhne dazu aus, ihren König zu verteidigen. Sie wurden zur Kriegerkaste. Schottkia begründete die Handwerker. Orsatia schmiedete unsere ersten Schwerter. Orsama hat die Minenschächte gegraben, aus denen später unsere Stadt entstand. Die Zwillinge Koapa und Nackt gründeten Handelshäuser. Doch Nackt wurde im Kampf verwundet und schwor nach seiner Genesung, den Söhnen seines Bruders zu dienen. Und die Kastenlosen? Die Kastenlosen stammen von Verbrechern ab. Oder wurden von ihrer eigenen Familie verstoßen. Oder sie gingen an die Oberfläche und lebten nach Menschenrecht. Sie haben keine Ahnen, die sie lenken. Und keine Familien, die sie aufnehmen. Sie hätten nicht geboren werden sollen. Ihre Eltern haben trotz der Schande verfluchte Kinder in die Welt gesetzt. Es ist besser, wenn sie jung sterben. Bitte was? What the fuck, ey. Es sollte leise fallen, sie aufzugeben. Ja, ist schon. Ihre Geburt wird in den Erinnerungen nicht verzeichnet. Soweit es Orsama betrifft, existieren sie gar nicht. Wollt ihr noch über etwas Angenehmeres sprechen? Ich schau mal, was erzählen. Sollte jetzt gehen. Eure Anwesenheit wurde in den Erinnerungen vermerkt. Ich wüsste gerne, welche Bedeutung sie hat.